Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Ja, und das ist jetzt so ein zufälliges Ereignis, aber das ignorieren wir jetzt mal getrost. Ach, egal, kauft ihr neues. So, ja, auf jeden Fall. Wir werden jetzt erstmal noch diese eine Franklin-Mission hier machen, weil scheinbar müssen wir die machen, bevor wir in der Story erstmal wieder ein bisschen vorankommen. Aber Leute, alles gut. In ein paar. Was war das gerade? Das hat gerade ein bisschen gefehlt. Auf jeden Fall in der nächsten Zeit werden wir bald mit den Nebenmissionen anfangen. Also wir haben ja im Prinzip schon ein paar Nebenmissionen gemacht. Ich kann jetzt ja, okay, ich hab leider Internet verbunden, deswegen kann ich das hier nicht nachgucken, aber hier. Also verschiedenes und Hobbys Zeitvertreiber haben wir halt noch nicht gemacht, aber mit der Story sind wir fast zur Hälfte fertig. Zufällereignisse haben wir auch schon fast komplett fertig. Family und Freaks haben wir auch schon die Hälfte, also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich noch nicht sehr viele Nebenmissionen gemacht habe, also es geht eigentlich. Don't you step foot in this yard. Why? It's half my house. Now I'm gonna call the police. For what? Disloyalty, boy. Disloyalty? What is you talking about? Don't act like you don't know what it is, homebolio. You ain't been to the set, ain't came to none of the meetings. Hanging out with old men, ignoring your homies, acting all superior. Your mama would turn over in her grave, boy. So you giving me a lecture about not being a good enough gangbanger? Gangs is positive. That's all we got, my nigga. That's our heritage. Ain't nothing positive about your crazy ass. Man, where Tanisha at? She got more sense than to hang out with your sorry ass. You know you always been like this, boy. I say left, you say right. I say become a doctor. You say become a patient. I say, who is that? Hello, Missy. Wow, Franklin. You never told me that you had a sister. I'm Denise. Franklin's housemate. And aunt, my mother's old dried up ass. Shut the fuck up! Yeah, shut the fuck up! Here, darling. Why don't you go get yourself something nice, okay? You! is it $7? I said something nice, not expensive. You want to be a greedy fucking cow, huh? No. Now get the fuck out of here, all right? You men are all the same. Man, what the fuck you doing here? Here with the boy. The boys. What? I'm fucking new in town. I'm making friends, all right? Now let's party. Look, I had plans on getting some rest until this clown and my aunt came and fucked that up. My nigga, I just came over here to holler at you about the little thing. Man, I said I'm tired, dawg. What fucking thing? I love things. I'm the king of things. I ain't talking to you, homie. Hey, let's go do something about the thing, okay? What thing? I'm talking about the little stress thing, man. Fucking beautiful. Perfect. It's a gangbang. Let's go. Come on. Ich mag einfach nur Trevor. Am Anfang habe ich ihn, also ganz am Anfang, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, habe ich gedacht, der Charakter wird mir niemals sympathisch, aber mittlerweile mag ich ihn irgendwie. Oh, zu Grove Street. Ja, da bin ich ein Lied von Trevor. Ich habe diese Gang mal repräsentiert. Leider ist die Ghost Family ja nicht mehr aktiv. I can drive by with the best of them. Behave yourself, man. Lamar, so. What's happening? What you in stress set up? We buying weight, homie. Something to move us up the food chain. Natürlich, jetzt kaufen wir noch ein bisschen Zeug. So. Homie, dann live los. Up here. Hey, look, everybody be cool, man. Lamar about to do his cool. Thing, all right? Alles gut, Franklin. Wir schaffen das. Easy. Na, schau, wie geht's? So. Ja. Dauert es noch lang? Hey, be on point, this fool janky. Okay. Courier service. Package to collect. You got the grip? Present and accounted for. You like that, huh? Sample? Now we talking. My throat getting numb already. So we good, nigga, right? Well, let's go. How about a taste? No, man, we leaving. I want a taste of the other side of the brick. Now you heard what your boy said, you're leaving. Hey, give me the back! Whoa. What the fuck?
Did we ask for a key or a fucking ounce? Man, that's motherfucking drywall. Hey, we got some motherfucking buyer's remorse out here. You can't fucking hustle a hustler. So, der Kopf hat mir wieder perfekt funktioniert, würde ich sagen. Ja, ich sehe es, dass wir zu Fuß sind. So, haben wir ein Sturmgewehr? Ja, haben wir. Perfekt. Nicht so viel Schuss. Wir müssen sparsam schießen. So. Wir schießen uns einfach raus. Perfekt. Easy. Ich meine, die Grenze zu unserer Gang ist ja nicht so weit weg, würde ich sagen. Hallo? So. Sterb doch mal, bitte. Vielen Dank. So. Ja, ich habe ein bisschen wenig Leben, das gefällt mir irgendwie nicht. Ich muss die aber wechseln. Viel zu wenig Munition. Ist ja nicht so wie in GTA San Andreas, dass man hier genug bekommt. Ich schwöre, das ist einfach ein Gegner vorher. Ja, Mann. Ah, Hilfe! Ich bleib jetzt ein bisschen hier in Deckung. Ja, dann bin ich auch dafür, dass ihr mir hier helft. Trevor, was macht Trevor da? Rennt in die ganzen Gegner rein. Wörfer rasiert eigentlich auch ganz gut. Nein, Hilfe, ich werde angeschossen. Trevor, rette mich! I need a medic bag! Irgendwie fühle ich mich so, als würde ich irgendwie in GTA Online in dem CO drin sein, so schnell ich regeneriere. Ey, das mischt die auch noch die Polizei an. Ich glaube, es hat. So, einmal hier. So. Und weiter, Leute. Ja, dann los, lauf schnell. MC Cliff! Cliff! Wait right there, dog! Hold up! Hold up! Peace! Peace! Man, jack they ass, homie! That's our way up out of here! Wir können auch einfach da entlang geradeaus rennen. Put your fucking hands up! Wir brauchen doch nicht unbedingt die Jetskis. Mind if I borrow these whip, bitch? Hey, they taking Cliff's shit! Ja, ist doch nicht so schlimm. So. Ja, wir hätten doch auch zu Fuß fliegen können. Damn, it's snaking this motherfucker! Shit ain't no river, man! It's a motherfucking sewer! Then we're in the right place! Hilfe! Ich bin auf Land gelaufen. Easy. Saved it. So. Ja. Ja, ich würde jetzt auch eher sagen, dass er uns jetzt hier verraten hat. Jack that motherfucker! Was that who that was? Little brush with another celebrity. They blocked too. Hey, so. We should like race these motherfuckers. We are racing, you idiot. Racing away from the dudes trying to get us. Ich will gerade die Fliehen, ich meine, hier kommt das die ganze Zeit über uns. Das ist jetzt nicht gerade das Beste. Helpful as always, homie. Kraftpumpe habe ich auch nicht. Jetzt hätte ich den Helikopter jetzt einfach schnell runtergeholt. Let's split, my nigga, and keep our hands. Das ist ein guter Plan. Erstmal umdrehen. Er sagt splitten und ich mach das. Jetzt kommt auch noch ein Polizeiboot. Ich glaube, es hackt. So, wo gehen wir jetzt an Land? Das ist die Frage. Darüber habe ich jetzt nicht nachgedacht. Da vorne, perfekt. Okay, ich wollte die Treppe eigentlich hochfahren, aber hat nicht ganz funktioniert. Ich bin nur ein weiterer Zivilist. Polizeihelikopter. Ignoriere mich doch. Meine Fresse. So. Dann rennen wir jetzt mal ein bisschen. Laufen tut gut. Und außerdem müssen wir noch trainieren für den Triathlon. Ich meine. Ausdauer ist ja noch nicht ansatzweise voll. Hey, hey, nicht schießen. Da, hier ist auch ein Fluchtfahrzeug. Easy. So, los geht's. Nice. Gerade eingestiegen und schon entkommen.
So muss sein. So. Ich frage mich, wie lange es noch dauert, bis wir diesen Heist machen, also bei dem diesen Büroüberfall. So. Warum ist vor Ort keine Polizei mehr? Ah, okay. Die Polizei kommt das total. Aber eigentlich müsste jetzt als nächstes der Büro-Heist kommen. Oder ich vergesse jetzt irgendeine Mission, die ich nicht gerade auf dem Schirm habe. Nice, geschafft. Perfekt. Alles geschafft, easy. Nicht wirklich, aber der Gedanke zählt. Ist eine Tonne Mission hier auf der Karte? Oh mein Gott. Die haben wir auch noch. So. Da wir ja gerade kein Heist offen haben, oder der zumindest immer noch nicht auf der Karte markiert wird, würde ich sagen, fahren wir zur Tonja. Ammunition. Toll. Die Reihenfeuerpistole freigeschaltet. Nice. Braucht kein Mensch das Teil. So. Machen wir eine Tonja-Mission, oder? Wenn wir ja gerade eh nichts anderes zu tun haben. Was war das denn? Hey Mike, hey, I spoke to Steve. We're ready to move. I gotta take the loot to this guy me and Trevor met, Devin Weston. Big time investor or something. Oh, alright, sure. Well, I'll see you at the lot. So. Ja. Ja, erstmal Wheelie. Perfekt. So. Na, dann eben doch kein Tonja. Und ja, jetzt machen wir endlich diesen Überfall. Ich hoffe, ich erinnere mich noch ein bisschen an die Mission und habe jetzt den Fluchtwagen nicht extrem schlecht platziert. Oh, Serien sind freigeschalten. Nice. Eine weitere Nebenmission. Perfekt. Wer, ich? Ich bin im Aura. Alles klar, merke ich mir. Noch keiner da? Ah, Michael ist schon da. Perfekt. Hey, what's cracking? What's here? Right there. So we really finna do this shit? We finna risk our lives to rob some motherfucking government killers again? Yep. Hey. All right. So, listen up. Here's the plan. All right, Trevor. Yeah. I want you in this position up here. Okay, you're on lookout. Give me a heads up when the armored car comes by. Okay. Yeah. I'm gonna be right here, in the garbage truck blocking the roadway. Franklin, you're in the alley, in a tow truck. Hope is they pull right up in front of you. When they do, you come at them hard. Bam. Shit, here's hoping. Yeah, after the hit, we blast open the doors, grab up all the cash, bonds, whatever it is, I take it to Haynes guy. It's all a little hopeful, homie. As long as I am not on the ground when the shit goes down. Okay? When the shit goes down, we'll handle it. You stay up here, on your post, eyes peeled. Yeah. We'll take the risk. Sound cool? Shit, you the professional, dawg. And at least we're not wearing clown outfits. There's a plus. Right. The masks. What? Let's see what we got here. Huh? Real professional. Passt, würde ich sagen, oder? Let's do this. Let's go, go. So. Ja. Ich finde, passt. Wie soll es noch professioneller gehen? Sind ja keine Clownmasken. Wie ein Pferde. Was war das? Was war das? Ich habe gefragt, was das war. Wo bin ich denn hier gelandet? So. Michael hat sogar noch ein bisschen Schutzweste. Ist doch toll. Ich hasse diesen Müllwagen, der fährt so langsam. Schneller, schneller, schneller. Alright, T, I'm in position. What's the ETA? Where are they?
Incoming. Get ready to do your thing. All right, Mike, move it. Get the truck in position. So, sie kommen von da hinten. Das ist eigentlich. Sie transportieren auf jeden Fall irgendwas von der Werft. Ich finde, das passt. Just stop in the road and stay there. Hab ich doch. Alles gut, Sir. You're on, F. Wieso kommen die uns da entgegen? Das ergibt keinen Sinn. Did Public Works change their schedule? You better brace yourselves, you motherfuckers! Ich versteh's nicht. Warte, wir stoppen mal hier ganz kurz. Also sie kommen von hier unten und fahren hier entlang, um dann hier zu sein und dann wo entlang zu fahren? Hier? Hier? Das gibt keinen Sinn. Egal. So. Fahrer. Bei denen geht's gut. Easy. Hier. F, get away from the door. Perfekt. Clean out the van. I got the guards. The alarm's been tripped. The cops will be swarming here in 10 seconds. You better run. Shut the fuck up. Come on. Good to go. You hear all them sirens, dog? So. Gehen, oder? After LSPD incoming. Hat ne LMG, willst du verarschen? I'm going up here. Fuck. Wo ist hier? Fall back. We'll never get out of here. We got a whole position. Hey, this gonna be a nasty motherfucker, man. Ja, fang. Das ist relativ einfach, oder? Wow. Hat schon einen Raketenwerfer? Der hinter uns. So. So, einfach präzise Headshots mit Mike gegeben. Perfekt. So, mal schön nachladen. Hey, it's them or us. We put these cops down and we move on. Ich will eine Rotor von dem Helikopter kaputt machen. Treff ich den? Okay. Hoppala. Will ich jetzt mal sagen? Hat besser funktioniert als gedacht. Okay, vorne. Und wo? Ah. Okay, wie ist denn das passiert, dass er sich im Container versteckt hat? Ah, Hilfe, ich muss anhören. Warte, soll er doch Raketen auf, oder nicht? Ah, hier, perfekt. Wow. Ah, da. Jetzt mal locker. Mal gucken. Perfekt, so jemanden getroffen. I got the first shooter. Ja, alles gut. Shooter 2 is down. So, wie jetzt Michael? Snipers are gone. We're clear. They're coming from the left. Michael hat nur Granaten. Verdammt. Egal, Granaten genau. There's a sniper in the chopper. You better look out. I'd stay out of my line of fire. Meine Güte. Ich dachte, er fliegt noch ein bisschen höher. Dann hätten wir den auch erledigt. Wir sind jetzt zu Franklin. Good fucking work, dog. Hey, hier ist Franklin jetzt einer. This looks like a window to get out, F. Deal with the trash truck. I'll get the bonds to Steve's guy. So. Ja, noch. Hey, man, das war's. Shit, you look after yourself, dog, alright?
So, nehmen wir mal den Müllwagen. Hey, wir hatten den umgestellt. Kurze. So. Das war wirklich ein perfekter Fluchtort. So. Ich finde es gut. Zum Glück konnte ich mich noch daran erinnern, wie ich die Mission damals vor einem halben Jahr gespielt habe. So. Hi, Polizei. Da war ich nicht. Das war ich nicht. Mit diesen Leichen habe ich nichts zu tun. Das waren Randalierer, die das gemacht haben. Nicht ich. Everything cool? Yeah, man. Shit, that trash truck is trash, dog. You good? Nice work. I'm about to meet this guy. I'll tell you how it goes. Oh, mach das, Michael. Ja, dann treffen wir mal diesen Devin Weston mal wieder. Oder wir haben doch den schon mal getroffen. Also Franklin nicht, glaube ich. Aber Michael hat den schon mal getroffen. Und Trevor. So. Mein Gott, das Auto von Michael ist ja kacke. Und da haben wir. Das ist ein schönes Haus. Got a package for Devin Weston. Package for Mr. Weston? Come on. Yeah, and I'm telling you that I don't give a flying fuck. There you go, there you go. Boom! So long, motherfucker! Devin Weston. I remember you. The weekend interrogator. Invest wisely. Hey, hey, hold on, hold on. We're not done here yet. I got a job for you, bro. 5 top quality scores. Big ticket cars. Major payday, bro. That's great. I got just the guy for you. I'll put you in touch. No, 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 no. I don't want just some dude. I want you. I want your crew. I want pros on this. Yeah, I don't give a fuck what you want, pencil neck. I'll let him know you're interested. I guess I just got you figured wrong, man. Hey, what's the figure? Tell me something. You like football? I got a stake in a sports investment venture. You like the market? I got some funds you can manage. Name your poison, man. I just like sitting around watching old movies. Oh, there we go. How about I hook you up with Solomon Richards? Bullshit. Solomon Richards, the movie producer? Yeah, he's retiring, man, and I'm doing a finance deal for his studio. I will make the connect just as soon as you. All right. Oh, man. Solomon Richards. Have a good one, boys. So. Na, das war die Blitzaktion. Perfekt. Und wieder eine Mission erfolgreich abgeschlossen, würde ich mal sagen. Erstmal schön auf die Schulter klopfen. Und nochmal mit Franklin telefonieren. Natürlich. Ich wollte gerade Part beenden. Hey, what up, Michael? Hey, man. Listen, I got an interesting opportunity for you. An acquaintance of Dave's. An FIB contact? Are you joking? Relax. The guy's private sector. Very wealthy. Could be lucrative. Why don't you meet him and see what you think? All right, I'll think about it. All right, me and Trevor will be there too. I promise you, it's a step up for you. A real opportunity. Das ist doch gut. Also, was heißt gut, aber erstmal so, Michael hat schon 1 Million. Mein GTA Online Charakter hat über 15 Millionen, glaube ich, aktuell. Und Franklin, der hat so 500.000. Und Trevor hat, glaube ich, aktuell 100.000, wenn ich mich entsinne. Ich habe gar nicht nachgeguckt, wie viel Geld er hat. Naja. Aber ich würde mir an deren Stelle schon ein bisschen zur Ruhe setzen. Und jetzt möchte ich Tracy. Tracy, baby, you called? Yeah, look, Dad, we're worried. I'm worried too. I really want to see you. Well, I don't want to see you. You need help. Like, serious, serious help. And warum? If you don't get it, you're gonna be killed. Tracy, I love you. But you don't know what the fuck you're talking about.
I tried, Daddy. That's all I could do. So. Ja, dann würde ich mal sagen, war's das für dieses Video, oder? Ja, also ich würde mich dann mal verabschieden, ausklinken und wir werden uns dann hoffentlich morgen wiedersehen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das aktuell mit den Parts machen werde, denn ich habe aktuell noch ein bisschen viel um die Ohren, aber wir sollten da... Hallo Molly. Wir sollten das hinkriegen. Aber erstmal bis dahin. Tschüss.